Katie Preis, so wohnt Sohn Harvey nun hereinspaziert. In Harveys neue Wohnung Katie Preis gibt ihren Fans einen Rundgang durch das Haus mit drei Zimmern, das sie ihrem Sohn Harvey gekauft. Der 18-Jährige lebt zum ersten Mal alleine und bereitet sich so auf seine College-Zeit vor. Im Video zeigen wir Harveys neue Bleibe. Erste eigene Wohnung, gegenüber von Katie. Das Haus befindet sich direkt gegenüber von Katies. Sie ist also in unmittelbarer Nähe und ist bei Notfällen schnell da. Er kann sich hier schon mal daran gewöhnen, alleine zu leben, bevor er zur Universität geht und wirklich wegzieht, erklärt er. In jedem Raum gibt es Kameras, sodass Katie immer ein Auge auf ihren ältesten Sohn, der autistisch, sehbehindert und mit dem Prader-Willi-Syndrom, einer seltenen genetischen Krankheit, zur Welt gekommen ist, haben kann. Aber natürlich wohnt Harvey hier nicht ganz alleine, er hat Pflegepersonal, das sich rund um die Uhr um ihn kümmert. Er muss abnehmen, sonst stirbt er. Vor rund einem Monat hat Katie erklärt, dass sie ihren Sohn schweren Herzens in die Obhut von Profis gibt. In den vergangenen Monaten bereitete vor allem Harveys starke Gewichtszunahme Katie Sorgen. Ihr Erstgeborener bringt inzwischen 185 Kilo auf die Waage, viel zu viel. Er muss abnehmen, sonst stirbt er, erklärte Katie, die insgesamt 5 Kinder hat, in einem Interview. Außerdem schlug er zuletzt fast täglich Scheiben in Katies Haus ein, um nicht zur Schule zu müssen und bei seiner Mama bleiben zu dürfen.